Moin Leute, gestern kamen endlich Infos über Phase 5. Blizzard hat uns ja versprochen, dass noch weitere kommen. Und jetzt haben sie in dem Blue Post alles gesagt, was nächste Woche kommen wird. Also nicht alles, aber ein geiler Vorgeschmack, wie zum Beispiel ein neuer, redesignter World Boss und vieles mehr, Klassen-Items neue. Und das wollen wir uns jetzt im Schnelldurchlauf anschauen. 1 Uhr PDT geht's los, das heißt, es ist bei uns 10 Uhr abends und dann öffnen die Pforten von BWL und Sol Group. Und Blizzard schreibt dir, es gibt eine Vielzahl neuer Mechaniken, darunter ein austauschbares Schwierigkeitssystem. Das heißt, ähnlich so wie in MC schon, wie wir gesehen haben, mit den 3 Heat-Leveln. Und das soll uns ermöglichen, sich neuen Herausforderungen zu stellen, indem sie neue Raid-weite Effekte aktivieren, die auf den einzigartigen Fähigkeiten jedes der 5 Drachenschwärme basieren. Das sind im Prinzip diese 5 Sachen, die wir gesehen haben schon. Wie die genau funktionieren, wissen wir nicht, aber wir haben ähnlich wie in MC einfach einen höheren Schwierigkeitsgrad, den wir beliebig austauschen können während dem Raid. Und Blizzard schreibt dir auch, halten sie auf ihrem Weg durch die Tiefen des Verstecks Ausschau nach zusätzlichen Drops und ihren lohnenden Entdeckungen. Das heißt, wir haben noch weitere Entdeckungen in BWL, die wir entdecken können. Welche das sind, wissen wir natürlich noch nicht zu diesem Zeitpunkt, weil es sind ja auch Entdeckungen. Die Tier 2 Sets wurden ja auch überarbeitet, das wissen wir schon, das haben wir schon vor ein paar Wochen erfahren, ähnlich wie die Tier 1 Sets, also deutlich besser wie die Standard T2 Sets. Und das Erscheinungsbild vom T2 Set hat sich auch ein bisschen geändert im Vergleich zum Classic T2 Set, also schon ein bisschen anders aus und ist stärker von den Werten und stärker auch von den Z-Bonis. Und große Sache, neue Belohnungen beim Händler für Tarnished Undermine Reels, und zwar ihr bekommt da jetzt Tokens für die T2 Armschienen. Das ist jetzt bestätigt, das war auf dem PTR schon zu sehen und das ist jetzt wirklich bestätigt. Manche haben gesagt, das ist nur ein Platzhalter, aber wir bekommen für die Undermine Reels unsere T2 Armschiene. Auf dem PTR haben sie 125 Münzen gekostet. Aktuell kann man 100 Münzen sammeln. Das heißt, ihr könnt jetzt schon loslegen, 100 Münzen zu sammeln. Dann könnt ihr euch die nächste Woche schon fast instant holen. Also geht Dungeons, Leute. Sol Group kommt natürlich auch und auch mit neuen Mechaniken. Haka bietet euch neue Begegnungsmechanik und Belohnungen für das Besiegen. Während alle Zalandari-Priester am Leben sind, das Besiegen von Zalandari-Priestern gewährt jetzt auch Zugang zu Buffs von mächtigen Lore-Geistern. Spieler müssen den besten Weg durch Sol Group finden, um die Wirksamkeit dieser mächtigen Zauber zu maximieren. Also sehr, sehr spannend. Dann leichterer Zugang zu Runen. Das haben wir schon gesehen auf der PTR. Ihr könnt 4 Embleme kaufen und das betrifft die Runen Dark Riders, Wild Gods, Leylines oder Illari Dusk Feeder, die müsst ihr abgeschlossen haben, dann könnt ihr euch diese Embleme kaufen und euren Alts schicken, damit die diese Runen direkt kaufen können. Da stehen Händler in Orgrimmar und Sturmwind, da habe ich vor kurzem ein Video gemacht, könnt ihr euch anschauen, wie ihr das genau machen könnt und auch wo die Händler stehen. Dann richtig geil, neue klassenspezifische Items, die wir entdecken können. Das heißt, wir haben noch keine Informationen, aber wir bekommen für jede Klasse neue komplett noch nie dagewesene Items. Und das ist schon richtig geil. Aber wie gesagt, die müssen wir entdecken. Deswegen gibt es hier noch keine Informationen. Es gibt auch ein kleines PvP-Update. Und zwar die neue Phase bringt zusätzlich Ehre-Updates sowie eine Erhöhung der PvP-Ränge im Laufe der Zeit. Beginnend natürlich mit der Veröffentlichung von Phase 5, sodass Charaktere weiterhin Ränge über Rang 10 erreichen können. Spieler verdienen mehr Ehre auf Schlachtfeldern, indem sie Ehrezeichen abgeben. Das heißt, es wird also gebufft und erhalten etwas mehr Ehreabzeichen durch Verluste in der Wasungsschlucht und im Aradibank. Also mehr Ehre durch PvP-Schlachtfelder. Dann komplett noch nie dagewesener Inhalt in Season of Discovery. Naja, nicht ganz. Die haben einen neuen World Boss gebracht. Also entsprechend von einem neuen World Boss. Der Crystal Whale Raid. Kämpfe gegen Prinz Tuteran, der als echter World Boss neu erfunden wurde, also neu designt wurde. Auf 20 Spieler ausgelegt, bis zu 40 Spieler möglich. Ganz neu ist es nicht. Wer die Thunder Fairy Quest kennt, Questreihe kennt, weiß, dass man den auch platt machen muss. Das heißt, es ist nicht komplett noch nie da gewesen neuer Inhalt. Das erstmal als erstes. Aber trotzdem ein neuer Weltboss. Interessant. Ich freue mich drauf mit neuer Beute und komplett neuen Items. Und der Demon Fall Canyon bekommt auch einen komplett neuen Boss mit komplett neuen Herausforderungen. Ja, genau. Also das sind jetzt sozusagen die neuen Sachen, die kommen. Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen was anderes erwartet mit komplett neuen Inhalt, weil der Weltboss ist nicht komplett neu und der Dungeon ist auch nicht komplett neu. Aber vielleicht kommen ja noch weitere neue Sachen, von dem wir werden sehen, was uns nächste Woche am
26. erwartet. Ich finde die News auf jeden Fall schon mal richtig geil. Es gibt wieder viel zu tun. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das findet. Würde mich auch sehr, sehr interessieren. Freut euch auch auf Phase 5. Hype, Hype, Hype.